Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Unboxing. Es geht um den Dörrautomat, der endlich gekommen ist. Vielen, vielen Dank an alle, die dafür gespendet haben. Er ist nun endlich da und wir können jetzt ausrasten. Ich öffne jetzt einfach mal und erzähle euch eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich extra hierfür Fleisch geholt. Also Rouladenfleisch wieder. Und habe dann aber jetzt einfach zu lange gewartet. Ich habe keine Zeit gehabt, das aufzunehmen. Ihr wisst ja, ich habe privat jetzt so ein paar blöde Dinge gehabt. Und deswegen hat sich das jetzt etwas verzögert. Also dieses Unboxing. Und jetzt ist das Fleisch eben abgelaufen. Gestern und da habe ich es halt dann direkt gemacht, also in der Pfanne, weil ich dann auch Fleisch, das einen Tag lang abgelaufen war, nicht so langsam dann erhitzen wollte und so leicht, ne? Ihr versteht mich, ich habe es dann schön durchgemacht, durchgebraten und ja, was ist das hier, was ist hier für eine Delle drin, bitteschön. Da steht extra drauf, Vorsicht, ultra vorsichtig behandeln, aber naja, wir schauen, wie die Leute sind. Ich habe mich, wie man vielleicht sehen kann, für einen anderen entschieden, der war zwar etwas teurer, aber hatte nicht so viele schlechte Bewertungen. Also ich habe mir da einen ausgesucht, der echt gut aussah, aber da hieß es immer, dass diese Einlegeböden kaputt gehen. Also zerbrechen, ganz schnell. Und bei dem hier ist es zumindest in den Kommentaren nicht der Fall gewesen. Also was heißt Kommentaren in den Bewertungen, ihr wisst schon. Das ist der von Klarstein, ich glaube der hat jetzt 10 Euro mehr gekostet wie der andere. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts, da kann man immerhin auch... Gott, das sieht man so schlecht, sorry, ich habe keine Beleuchtung aufgestellt. Man kann hier auch die Temperatur einstellen. Und viele haben gesagt, was, man kann bei dem anderen die Temperatur nicht einstellen? Und hier kann man es eben machen. Ich öffne ihn mal und schauen uns die Chose mal an. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Hier ist, wie gesagt, eine fette Delle oben drauf, aber die ist nicht hier drin, also von daher passt das. Ich weiß nicht, ob wir das Unboxing-Knife noch brauchen. Wir gucken mal. Okay, es ist auf jeden Fall krass verpackt, das war ja klar. Und jetzt hole ich das hier mal raus, scheinbar... Ah ja, das ist diese Abdeckung hier oben. Und das hier sind alle Platten. Ich denke, dass wenn ich es jetzt so hochziehe, ja, dass es dann abgeht. Genau, okay. Und hier eben die ganzen Platten liegen. So, Klarstein. Ich lege sie mal hier unten ab. Das stinkt jetzt ganz schön krass neu und verplastikt. Aber da kann man nichts machen. Das ist Standard, na? Holen wir das untere Stück raus und das war's auch schon. Das ist der gesamte Automat. Ich habe mich jetzt nicht ultra krass informiert, aber ja, hier strömt eben heiße Luft da oben durch und trocknet den ganzen Kram. Ich glaube, so funktioniert das Teil. Von vorne sieht er ziemlich edel und eben auch so aus, als könnte man ihn leicht bedienen. Hier in der Mitte, da strömt dann eben die heiße Luft raus. Und die ganze Sache ist sehr, sehr einfach gemacht. Also es liegen einfach diese Teile, außer die Beschriftung, die liegen einfach hier oben auf. So, also das ist schon der gesamte Apparat. Man kann die natürlich einzeln abmachen. Also wenn ich jetzt eine weniger haben will, kann ich die jetzt hier hinlegen und dann ja eben so viel machen. Also da ist echt viel Platz. Wenn ihr euch überlegt, diese 500 Gramm, wenn man die klein schneidet, wie ich sie jetzt eben die letzten zwei Mal, glaube ich, genutzt habe. Nee, ich glaube, ich habe sogar ein Kilo gemacht, einmal. Das passt hier locker hin. Wenn man ganz viele kleine Scheibchen schneidet, dann kann man die sich die überall hinlegen. Und ja, dann macht man das Teil an, stellt die Temperatur ein. Ich glaube, ich hatte 50 Grad, ja. Und lässt es dann ganz normal durchdörren. In dem Teil kann man alles Mögliche machen. Also man muss jetzt nicht zwingend immer Fleisch machen. Man kann sich auch einfach Obst trocknen und so weiter und so fort. Ich glaube sogar, dass die meisten sich eher Obst trocknen. Und hier schreiben sie sogar einige Trockenzeiten auf von gewissen Dingen wie Spinat, Champignons, Feige, Birne, Banane und so weiter und so fort. Ich denke jetzt nicht, dass da Fleisch dabei steht, weil es hier jetzt speziell in diesem Teil um Obst und Gemüse geht. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass da drin eben auch das Beef Jerky hergestellt werden kann. Und ja, also hier steht der Zustand, den man am Schluss erreichen will und wie lange man dafür eben trocknen muss. Das ist echt ziemlich cool. Da muss man sich dann nicht ewig informieren für die einzelnen Sachen, weil es eben hier im Heft drin steht. Ja, soweit so gut, das war es leider schon. Eigentlich hätte ich jetzt hier an dieses Unboxing dann noch eine anfangende Trocknung hinten dran gelegt, wobei man das eh erstmal sauber machen muss. Also von daher muss ich das erstmal sauber machen. Aber ja. Ich bin sehr gespannt und natürlich bekommt ihr noch ein Video oder zumindest Fotos und so weiter, wie das Fleisch geworden ist, wenn ich es hier drin mache. Und falls es sehr, sehr gut wird, werde ich auf jeden Fall noch ein wirklich ausgeklügeltes Rezept veröffentlichen. Das letzte war ja so Pi mal Daumen, also ohne irgendwelche Angaben. Und wenn das hier alles gut passt, dann werde ich euch ein richtiges Rezept machen, zeigen und so weiter und so fort. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.